In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Reihenrotation erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von Prof. Dr. Christian Spannagel auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für verschiedene Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Reihenrotation für das Fach Mathematik soll die Fertigkeit Kopfrechnen trainiert werden. Außerdem sollen mit dem Spiel Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Zuerst wird der thematische Bezug zwischen Vorlesung und Hörsaalspiel hergestellt, indem zum Beispiel Kopfrechenaufgaben zum aktuellen Thema der Lehrveranstaltung verwendet werden. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Reihenrotation ist dem Genre Rechenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Bereiten Sie verschiedene Aufgaben vor. Sie können diesen Teil des Spiels auch als vorbereitende Hausaufgabe an die Studierenden vergeben und damit Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit schaffen. Das Hörsaalspiel enthält das Element Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie beispielsweise eine Kopfrechenaufgabe an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren und die Notwendigkeit der Fertigkeit Kopfrechnen von den Studierenden diskutieren lassen oder selber erklären. Fordern Sie nun die Studierenden auf, sich in gleichmäßig verteilten Gruppen bündig an einen Rand der Reihen zu setzen. Stellen Sie eine Aufgabe und lassen Sie alle Studierenden das Ergebnis im Kopf errechnen. Innerhalb einer Gruppe darf das Ergebnis per stille Post weitergegeben werden. Die gesamte Gruppe steht nun auf und ruft das Ergebnis gemeinsam in den Raum. Ist das Ergebnis korrekt, geht die am Rand sitzende Person um die oberen Reihen herum und setzt sich an das Ende der eigenen Reihe, währenddessen die Mitspieler aus der Gruppe einen Platz weitergerückt sind. Führen Sie eine weitere Proberunde durch und starten Sie nun das Spiel. In der Spielphase wird das Spiel so oft durchgeführt, bis eine Gruppe wieder in ihrer Ausgangsposition sitzt und damit gewonnen hat. Je nach Gruppengröße und Aufgabenschwierigkeit dauert das Spiel etwa 15 bis 30 Minuten. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Die von den Studierenden erstellten Aufgaben können Sie mit digitalen Medien sichern und für die Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen verwenden. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.